Herzlich willkommen zu einem neuen Review und Praxistest, diesmal im Auto vom Cleanmax Akku Zyklonstaubsauger. Wie immer wird euch dieses Video von staubsaugertest24.de präsentiert. Schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. In den letzten beiden Videos habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie der Cleanmax Akku Zyklonstaubsauger sich für zu Hause eignet. Diesmal gehen wir nochmal ganz explizit auf den Einsatz beim Saugen in einem Auto an. Aufgrund seiner geringen Größe und seines kompakten Gewichts von 1,5 Kilogramm eignet sich der Cleanmax ideal für den schnellen Einsatz beim Autoaussaugen. Als allererstes zeige ich euch die kleine kompakte Bürste, mit der ihr sehr gut an kleine enge Zwischenräume herankommt und diese staubfrei bekommt. Hier wird nochmal deutlich, wie einfach sich der Cleanmax mit einer Hand bedienen lässt. Es erfolgt ein Bürstenwechsel auf die längliche Bürste, mit der man sehr gut große Polsteroberflächen, wie beispielsweise den Autositz, absaugen kann. Lasst uns nun zu einer schwereren Übung übergehen, den Fußmatten. Hier merkt man jedoch leider schon die begrenzte Leistung des Akkusaugers und man sieht, dass nicht alle Schmutzreste entfernt wurden. Selbst der kleine Bürstenaufsatz kommt dabei an seine Grenzen. Jedoch liegt die Problematik nur indirekt an der Saugleistung. Denn es kommt oft vor, dass sich die kleineren Schmutzpartikel in den Härchen von den Autositzmatten verfangen. Nun zeige ich euch nochmal eine Aufnahme von der anderen Seite, damit ihr besser sehen könnt, wie fest die Härchen sich doch teilweise in den Autositzmatten verfangen und wie schwer es so manche Akkusauger hat, diese herauszusaugen. Selbstverständlich merkt man schon einen deutlichen Unterschied zu vorher. Dennoch ist die Automatte nicht ganz sauber, was unseren Ansprüchen also nicht gerecht wird. Hier nochmal eine Nahaufnahme, in der wir sehen können, wie sich die kleinen Schmutzpartikel in den Härchen von den Autositzmatten verfangen haben und wie wir diese mit diesem kleinen Bürstenaufsatz herausgesaugt bekommen. Das Ergebnis kann sich zwar sehen lassen, ist jedoch noch immer nicht perfekt. Probieren wir nun doch mal die Elektrobodendüse aus. Auch hier wird eindeutig erkennbar, dass selbst die Elektrobodendüse zu kämpfen hat. Ihr werdet also wahrscheinlich nicht um einen professionellen Waschsauger für die Automatten herumkommen. Wir gehen nun über zum verschmutzten Kofferraum. Auch hier wenden wir wieder die elektrische Bodendüse an und zeigen euch, inwieweit sie den Schmutz entfernen kann. Man merkt einen deutlichen Unterschied zu den nicht behandelten Stellen. Es folgt auch hier wieder der Praxistest mit der kleinen Düse.
und wir zeigen euch jetzt, wie die Verschmutzungen gerade am Seitenrand damit aufgesaugt werden können. Hier wird nochmal deutlich sichtbar, dass der CleanMax Akkustaubsauger zu kämpfen hat. Jedoch hat auch hier jeder normale Staubsauger ebenfalls zu kämpfen, da sich alles in Härchen verfängt. Es erfolgt der Einsatz mit der breiten Düse. Und auch hier ist das Ergebnis mittelmäßig befriedigend. Jetzt möchte ich aber euch nochmal kurz den Vorteil der kleinen Polsterdüse zeigen, denn diese kommt ideal an kleine Bereiche ran, wo manch ein anderer Staubsauger zu kämpfen hat. Zu guter Letzt zeige ich euch, wie sehr sich doch die Härchen in dem Teppich verfangen haben. Selbst ohne Düse und mit der vollen anstehenden Saugkraft bekommt der Akkustaubsauger diese nicht raus. Selbst mit der Hand sind diese Härchen sehr schwer zu entfernen. Unser abschließendes Fazit: Für den schnellen Einsatz am Auto eignet sich der CleanMax besonders gut. Besonders die kleinen Düsen entfalten ihre volle Wirkungskraft bei den engen Zwischenräumen. Jedoch kommt dieser Akkustaubsauger durch seine etwas unpassende Bauform nicht an jede Stelle hin. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um einen Akkustaubsauger mit mittelmäßiger Leistung handelt, kann man natürlich nicht erwarten, dass sämtliche Schmutzpartikel sauber entfernt werden. Jedoch sind die oberflächlichen Schmutzpartikel in unserem Test sehr gut weggegangen. Von uns gibt es dafür 3 von 5 Sternen für den Einsatz des CleanMax Akku-Zyklon-Staubsaugers im Auto. Falls ihr euch den CleanMax zulegen wollt, ich habe ihn euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Soll das Auto wirklich tiefenrein sein, dann empfehlen wir euch den Kärch ASE 4001 Waschsauger. Mit diesem werdet ihr garantiert ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Ihr könnt euch gerne mal unsere anderen Videos zum Kärcher Waschsauger anschauen und wie wir damit das Auto hervorragend reinigen. Auch diesen habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt.